Heute habe ich für euch ein etwas älteres Rezept, und zwar die Terrassenplätzchen. Dafür braucht ihr Margarine oder Butter, Zimmertemperatur, 2 Eier, Mehl, Zucker, Vanillezucker, Puderzucker und Johannisbeerchelé. Mischt zuerst Mehl, Zucker und Vanillezucker zusammen. Trennt dann 2 Eier und gebt das Eigelb in eure Schüssel. Die Butter gebt ihr in kleinen Flöckchen ebenfalls zu. Rührt das Ganze am besten mit der Handrührmaschine und Knethaken durch. Da ich das jetzt aber nicht habe, habe ich erstmal einen Kochlöffel benutzt. Sobald alles einigermaßen vermengt ist, knetet ihr das Ganze mit der Hand, bis ein kleiner Teig entsteht. Formt eine Kugel und gebt den Teig für 2 Stunden in den Kühlschrank, damit die Butter wieder hart werden kann. Mehlt eure Arbeitsfläche gut ein, um den Teig auszurollen. Ihr braucht 3 unterschiedliche große Ausstechformen, sie müssen immer kleiner werden. Stellt die Plätzchen aus. Ihr braucht für ein Terrassenplätzchen insgesamt 3 ausgestochene Plätzchen. Danach backt ihr die Plätzchen bei 180 Grad Umluft für 10 Minuten. Zuletzt klebt ihr die Plätzchen mit Hilfe des Johannisbeergelees aufeinander und bestäubt das Ganze mit Puderzucker. Und fertig! Ich wünsche euch einen wunderschönen zweiten Advent und den Nikolaustag. Bye!